Die Anfangsphase finde ich immer am schwierigsten. Also ich bin Physiker, speziell theoretischer Physiker im Bereich der Elementarteilchenphysik und da geht es darum, mit massivem Computereinsatz sehr schwierige mathematische Gleichungen zu lösen. Gut, und die Frage nach den Schreibprojekten, also im Wesentlichen gibt es immer eine ganze Reihe von Schreibprojekten parallel. Man könnte sagen, mit jedem Doktoranden, da habe ich so typischerweise eine Handvoll, momentan sind 6 Stück, arbeite ich eigentlich fast immer an einem Paper oder Konferenzbeitrag. Also die jungen Leute forschen, aber wenn es dann zum Schreiben geht, und da kommen wir ja schon zum Punkt, ist oft schon ganz gut, wenn man ein bisschen unterstützt. Und insofern mache ich diese Dinge halt parallel. Also was mich geprägt hat, was mich sehr frustriert hat, war eigentlich mein erstes Paper selber als Student. Da war ich gerade Diplomant und war auf einer ersten Konferenz. Und da ging es darum, einen Konferenzbeitrag zu schreiben. Also das war nicht sehr viel, vielleicht 5 Seiten oder so. Und hatte ich halt mit viel Arbeit dann geschrieben, also viel Energie reingesteckt, dass der aus meiner Sicht wirklich perfekt ist. Und dann hatte ich halt mit meinem damaligen Betreuer das diskutiert und bin eigentlich hin mit der Erwartung, dass er sagt, prima. Und er hat halt das Gegenteil eigentlich gemacht. Also er hat das ziemlich zerrissen, diesen Aufschrieb. Und das hat mich natürlich sehr frustriert, weil ich also viel Zeit reingesteckt hatte. Aber ich meine, er hatte schon recht mit dem, was er gesagt hat. Also da habe ich schon damals extrem viel gelernt und es ging dann auch weiter. Also wir haben dann auch ein längeres Paper noch ein Jahr später gemacht. Auch da war es wieder ähnlich. Aber das war schon so ein bisschen prägend und das ist auch einer der Tipps, die ich dann auf spätere Fragen wahrscheinlich geben werde, dass halt Schreiben unglaublich aufwendiger Prozess ist, wo man auch bereit sein muss, viel, viel Zeit zu investieren und immer wieder kritisch alles zu hinterfragen, jeden Satz umzudrehen, bis es halt wirklich perfekt ist oder den Ansprüchen genügt. Über die Frage vom Fragebogen habe ich am längsten nachgedacht. Also da gibt es jetzt kein spezielles Erlebnis aus der Vergangenheit, sondern ich würde sagen, eine Herausforderung, die bei jedem Schreibprojekt immer wieder auftritt. Und das würde ich sagen, ist so das erste Drittel oder die erste Hälfte. Also ich wage mal zu sagen, egal wie gut und versiert jemand im Schreiben ist, wenn man einen neuen Text beginnt, sei es ein Paper oder eine Abschlussarbeit, ist es halt die ersten Tage oder Wochen, je nach Umfang, ist es einfach schlecht. Und das ist frustrierend natürlich. Man schreibt was, man investiert Zeit. Und wenn man es liest, denkt man sich, was für ein Mist. Und durch diese schwierige Phase muss man halt einfach durch. Also da habe ich auch das Gefühl, dass dann viele entweder aufhören und sagen, es ist fertig, besser kann ich es nicht. Oder aber ja, gar nicht mehr weiterschreiben und es dann vor sich herschieben und so. Aber das ist, glaube ich, schon die Herausforderung, dass man sich da halt einfach selber so lang tritt, bis ein Punkt überwunden ist, wo es dann anfängt, langsam schön zu werden. In dem Sinn, dass man sagt, immerhin dieses Kapitel oder dieser Absatz oder dieser Teil gefällt mir. Und dann, finde ich, wird es auch leichter, weil dann arbeitet man was, was immer besser wird, was einem immer mehr gefällt und dann steigt auch die Motivation. Also da habe ich wieder was ganz Konkretes, das ist auch ein bisschen eine Anekdote, aber da steckt viel Wahrheit drin. Also, wie ich studiert habe, wir haben Studien- und Diplomarbeit gemacht. Das ist das Vergleichbare zur Bachelor- und Masterarbeit heutzutage. Und ich war sehr motiviert, wollte sehr gut sein und habe dann möglichst viel geschrieben. Ich glaube, die Studienarbeit 85 Seiten und die Diplomarbeit 120 Seiten war schon im technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich, würde ich sagen, sehr an der Obergrenze ist. Und ich dachte, das wäre gut, das wäre ein Qualitätsmerkmal. Und erst dann während meiner Doktorzeit, wie es ans Zusammenschreiben ging, hat mein Doktorvater damals zu mir gesagt, Doktorarbeit sollte 50 Seiten nicht übersteigen, denn je 10 Seiten mehr halbiert die Leserschaft. Und irgendwie erst dann ging mir eigentlich auf, dass die Leistung nicht ist, möglichst viel zu schreiben, sondern möglichst wenig zu schreiben, aber halt das Wichtige in diesen vergleichsweise wenigen Seiten auch auszudrücken. Und ich denke, das ist
wichtig oder auch ein Rat, den halt jeder beherzigen sollte, lieber die Hälfte und richtig gut zu schreiben mit den wichtigen Erkenntnissen, als halt ein möglichst dickes Werk zu verfassen. Aus der Naturwissenschaft ist es eigentlich so, dass man ja was komplett Neues herleitet, entwickelt, am Computer ausrechnet, und andere Leute zu zitieren, das macht man schon auch, vorwiegend in der Einleitung, um halt die Hintergründe darzustellen, was schon gemacht wurde, oder vielleicht auch Gleichungen oder Formeln, die man verwendet, aber jetzt nicht in dem Sinn, dass man schreibt nach Professor so und so oder was, das würde ja eine gewisse Meinung schon wieder andeuten, sondern einfach um dem Leser halt das Finden der Herleitung oder weitere Details zu vereinfachen. Und eigentlich der Hauptteil und also die meisten Seiten, die man schreibt, da geht es halt darum, das, was man sich überlegt hat und ausgerechnet hat, dass man das halt ja lückenlos darstellt, weil man ja zitiert jetzt nicht im Sinn, dass man ganze Blöcke oder ganze Passagen von irgendwelchen anderen Dingen einbringt. Also insofern, die habe ich mir auf dem Zettel ausgestrichen, diese Frage, weil die, glaube ich, in unserem Fachgebiet nicht wirklich große Relevanz hat. Also jede wissenschaftliche Arbeit hat im Wesentlichen die gleiche Gliederung, und zu jedem Punkt sage ich jetzt vielleicht 3 Sätze oder so. Also es beginnt mit einem Abstract oder einer Zusammenfassung. Da ist aus meiner Sicht oft der Fehler, dass das mit der Einleitung, was dann der zweite Teil ist, vermischt wird. Also die Zusammenfassung ist ganz kurz und die soll ja halt 2-3 Sätze beinhalten, was gemacht wurde, aber nicht zum Beispiel, was ein anderer vorher gemacht hat oder warum es wichtig ist, wirklich nur, was wurde gemacht. In der Einleitung ist es dann anders, da kann man 1, 2, 3 Absätze da was schreiben, was halt in der Vergangenheit passiert ist und warum jetzt diese Arbeit da wichtig ist. Was dagegen in der Einleitung oft vergessen wird oder vielleicht bewusst ignoriert wird, gerade im Bereich der Abschlussarbeiten, das ist, dass man auch andere Leute zitiert. Also zitiert in dem Sinn, dass man halt die Hintergründe ein bisschen im Feld einführt und was wurde in der Vergangenheit gemacht. Und ich denke, das war deswegen weggelassen, weil es halt aufwendig ist. Man hat halt zwar die eigene Rechnung kapiert, aber man ist ein bisschen zu faul, jetzt dann nochmal 2, 3 Tage im Internet oder in der Bibliothek zu suchen, diese Arbeiten zu lesen. Und das gehört auch rein. Also das ist was, wo ich die Leute immer darauf hinweise, wenn sie selber schreiben. Also bei Bachelor- und Masterarbeiten, da gebe ich nur Ratschläge, da schreibe ich natürlich nicht mit, was dann vergessen wird. Ja, dann nach der Einleitung kommt meistens ein Theorieteil bei uns, wo halt irgendwas hergeleitet wird. Da ist es wichtig, dass das wirklich vollständig ist und nachvollziehbar, also nicht irgendwie eine Lücke dazwischen ist, dass halt eine Gleichung aus der nächsten folgt, dass die Symbole, die in der Gleichung auftreten, dass die definiert wurden. Also dass man halt wirklich nochmal kritisch schaut, hätte ich vor meiner Arbeit, wenn ich das gelesen hätte, dann alles kapiert und hätte ich das nachmachen können. Dann folgen meistens, gerade wenn man im Experiment oder jetzt wie bei uns mit Computern arbeitet, folgt ein Ergebniskapitel, wo häufig auch Graphen und Plots und so drin sind. Und da ist es oft so, dass viel zu viel Bilder und viel zu wenig Text sind. Also jeder Graph oder jedes Ergebnisbild, entweder ist was Interessantes dazu zu sagen und dann muss man das auch im Text niederschreiben, oder aber das Bild ist nicht interessant und dann kann man es aus der Arbeit rauswerfen. Also das Negativste, was ich jemals erlebt habe, da war ich Zweitkorrektor, war ein Ergebniskapitel, das hatte 15 Seiten mit 30 Bildern. Auf jeder Seite waren 2 Bilder und es war nicht ein Wort in diesem Kapitel geschrieben. Es war nur mit Results überschrieben und ja, diese 30 Bilder. Also so als Faustregel würde ich jedem raten, in Zentimetern, was an Bildern da ist, sollte auch mindestens in Zentimetern an Text kommen. Ja, und das Letzte sind dann die Schlussfolgerungen oder Conclusions. Und da ist so ein beliebter Fehler, dass die Arbeit nochmal wiederholt wird. Dass man sagt, in Kapitel 1 haben wir das gemacht, in 2 das, in 3 das. Das sind halt keine Conclusions. Conclusions sind halt wirklich nochmal zu sagen, was kann ich lernen, was fehlt noch, was müsste man jetzt machen,
wie kann ich meine Ergebnisse wirklich interpretieren oder wie kann der Experimentator was mitmachen? Und da muss man sich halt noch mal ein bisschen Gedanken machen und wirklich auch ein paar neue Aspekte noch reinbringen am Ende und nicht nur, wie ich gerade schon gesagt habe, halt sagen, wir haben das und das und das gemacht und fertig. Ja, das war jetzt eine lange Antwort, aber zu jedem Teilaspekt oder Teilkapitel von den Arbeiten halt ein paar Gedanken, die ich typischerweise an meine Leute weitergebe. Ich glaube, der wesentliche Tipp ist, man muss Zeit investieren und halt auch bereit sein, die Zeit zu investieren. Also ganz häufig, wenn halt irgendwelche entweder Entwürfe für Papers oder auch Abschlussarbeiten schlecht sind, dann wundert mich das überhaupt nicht, weil in der Zeit, wo das produziert wurde, hätte auch ich das nie und nimmer geschafft. Also wenn ich einen Text schreibe, kann ich auch nicht meinen Artikel von vorn anfangen, runterschreiben, nochmal durchlesen und abgeben, wie es vielleicht im Deutschunterricht in der Schule war, weil nach 3 Stunden Schluss war, sondern wenn die erste Version vorliegt, dann ist es wirklich eine Rohfassung und die hat mit der Endversion in aller Regel gar nichts mehr zu tun. Also ich stelle das mindestens 5-mal um, kopiere Textblöcke hierhin, dorthin, ändere die Notation und das kostet unglaublich viel Zeit und diese Zeit, die muss man sich einfach nehmen. Und das ist mir teilweise auch nicht so ganz klar, ob die Leute sich entweder die Zeit nicht nehmen wollen, weil Schreiben halt meistens keinen so großen Spaß wie Forschen macht oder ob die Studierenden teilweise nicht erkennen, dass ihre Texte noch nicht die Qualität haben, die sie haben sollten. Aber das ist einfach, glaube ich, der wesentliche Punkt. Also jeder, der seine Schreibfähigkeiten verbessern will oder auch einzelne Werke besser machen will, muss ich halt einfach mit anfreunden, dass das nicht schnell geht, nicht wie einen Text abzutippen, sondern dass man da halt wirklich ganz viel Zeit braucht. Also oft braucht man halt für 5 Zeilen, für einen Absatz 1 oder 2 Stunden und man kann sich ausrechnen, dass eine 20- oder 30-seitige Arbeit ein ganz hartes Stück Arbeit ist. Also was unsere wissenschaftlichen Artikel angeht, da gibt es Gott sei Dank keine Deadlines, ist halt fertig, wenn es fertig ist. Das Einzige, was im Prinzip passieren kann, dass eine andere Gruppe genau am gleichen arbeitet und dann schneller ist. Aber da bin ich eigentlich in einer guten Situation, dass diese Sachen, die ich bearbeite, schon Probleme sind, die es eigentlich seit längerer Zeit gibt. Und man kennt auch die Kollegen und meistens spricht man auch oft genug mit denen. Also es ist ganz selten, habe ich das erlebt, dass wirklich jemand das dann wegnimmt. Also insofern kann man sich so viel Zeit lassen, wie man will und muss das halt auch, finde ich, bis es wirklich gute Qualität hat. Also meistens denkt man sich, dass man das Paper fertig macht in den nächsten 3 Monaten, aber meistens sind es dann halt in den nächsten 3 Monaten, sondern das nächste Jahr oder die nächsten 2 Jahre. Bei Bachelor-Masterarbeiten hat man den Luxus halt nicht ganz so sehr. Da muss man natürlich irgendwann abgeben, aber ja, auch da hat man eine gewisse Flexibilität, glaube ich. Also wenn man das halbwegs geschickt macht und jetzt nicht versucht, auf den letzten Drücker gerade fertig zu werden, hat man ja auch einen gewissen Puffer, den man am Ende noch investieren kann. Und zu erkennen, ob jetzt halt was fertig ist oder nicht fertig ist, also ich kann jetzt da nur für mich sprechen, also wenn ich halt meine Zwischenversionen durchlese, ja, dann merke ich das halt sofort, dass das einfach nicht die Qualität ist, wie man es in einem in einer guten gedruckten Zeitschrift findet. Und ja, das stört mich ja dann selber, das passt nicht und das klingt unrund und irgendwie ist da die Logik noch nicht wirklich gegeben. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass das halt einfach noch viel Zeit braucht. Und umgekehrt, wenn ich dann zum 10. Mal oder was eine Arbeit durchlese, und das liest sich rund, sodass ich kaum merke mehr, dass ich lese, dann ist es eigentlich aus meiner Sicht fertig. Also ich glaube nicht, dass Schreiben große Freude macht. Zumindest habe ich im Kreis meiner Kollegen noch keinen getroffen, der gesagt hat, dass er gern schreibt. Oder einen Studierenden, der den Eindruck erweckt hat, dass er das wirklich gern macht. Ich glaube, das ist halt einfach Teil des Jobs als Wissenschaftler. Und da muss man halt durch. Und
ja, wenn ich jetzt selber was schreibe, sei es ein Artikel oder zum Beispiel auch so Anträge für Förderung oder was, das ist vielleicht noch ein bisschen zäher. Und da hat man, wie Sie gerade auch schon in der vorherigen Frage angedeutet haben, eventuell auch eine Deadline. Also da muss man schon relativ viel Zeit investieren, also Zeit pro Tag, dass man dann fertig wird und dass es auch gut wird. Und was ich da halt persönlich mache, vielleicht jetzt nicht unbedingt um die Motivation aufrechtzuerhalten, sondern zumindest um den Fortschritt zu gewährleisten, dass ich mir halt vornehme, ich arbeite pro Tag 2 oder 3 Stunden an diesem Werk. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber diese 2 oder 3 Stunden, da sind keine Kaffeepausen drin, da ist kein Gespräch mit dem Kollegen und kein Facebook-Checken oder sonst was, sondern da lege ich mir halt wirklich eine Stoppuhr neben mich. Und erst wenn ich an diesem Tag wirklich 3 fokussierte Stunden am Text gearbeitet habe, und das ist echt viel, also danach bin ich ziemlich kaputt und das schaffe ich nicht in 3 Stunden, da brauche ich mindestens 5 Stunden, wenn nicht gar einen ganzen Tag, dann mache ich halt andere Dinge, die mir mehr Spaß machen. Und ja, das muss man halt täglich machen, bis man vor allem durch diese schwierige erste Phase, die ich in einem der früheren Fragen schon angedeutet habe, da durch ist. Und also neben der Tatsache, dass ich mich halt wirklich zwinge, eine fixe Zeitmenge pro Tag einzusetzen, zwinge ich mich halt auch, keine Pausentage einzulegen. Denn das finde ich ist immer ganz schwer, wenn man einige Tage nichts gemacht hat, dann hat man nämlich das wieder vergessen und dann ist sozusagen der Faden weg. Also wären meine 2 Tipps wirklich täglich eine fixe Zeit Minimum zu reservieren, keinen Pausentag, vielleicht bis aufs Wochenende, bis wirklich dieser Artikel zumindest in dem Zustand ist, dass er fast fertig ist und dass er dann von selber weitergeht.